Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Uwe Eltheuton. Im Spiel heute mal wieder Clash Royale. Ja, irgendwie hat sich Samstag schon so ein bisschen eingebürgert, dass es immer so ein bisschen eine Status-Update-Folge von mir gibt. Und ihr habt es im Thumbnail gelesen. Ich nutze zurzeit ein Oldschool-Deck, aber was damit auf sich hat, zeige ich euch gleich. Vorab möchte ich euch einmal einen Kampf aus der Duo-Herausforderung hier zeigen. Also ich muss wirklich sagen, ich wusste das auch nicht. Ich habe ja jetzt schon 3 Siege hingelegt. Aber wenn man ja einen Tower hier hat, dann ist das Spiel ja vorbei. Das habe ich nicht zu Anfang überhaupt nicht geblickt. Habe gedacht, hey, jetzt müssen wir die anderen Tower gar nicht mehr machen. Und wie gut das klappen kann mit der Jasmina hier, das könnt ihr hier mal sehen. Also echt wirklich krasse Action. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, in den Duo-Kämpfen, die gefallen mir wirklich gut, wenn sich beide, obwohl sie sich ja nicht kennen, aber gut verstehen, können ja die Karten des anderen blicken. Dann ist man hier wirklich nicht im Vorteil, aber ihr seht das hier, Wut geworfen und ruckzuck, ja, keine 30 Sekunden später liegt der Turm hier. Also wirklich gut gemacht, Jasmina, richtig klasse, den Wut hier raufgezaubert und dann waren das hier richtig starke, ja, nicht 3 Sterne, sondern richtig starker ein Turm. Ihr seht's, ich habe mal sogar eine Kiste zu öffnen, aber wir fangen mal hier oben mit den Gratiskisten an. Ich weiß gar nicht, ob es 1 oder 2 sind, muss ich mal schauen. Ich war jetzt auch ein wenig ein Tag hier nicht im Spiel, habe nur so ein bisschen die Duo-Herausforderung hier gespielt. Ah, da seht ihr es, also ist schon ein bisschen länger her, gerade wenn man dann schon 2 Kisten öffnen kann. Und dann schauen wir mal, Mega-Lakai, jawohl. Und dann machen wir hier unten mal Platz. Dann nehmen wir die Goldruhe und die Magical Chest lasse ich mir mal zum Schluss. Bogenschützen, oh, die kann ich ja auch mal updaten. Ich weiß im Moment nicht, was ich updaten soll. So ein paar kleinere Karten habe ich ja abgedatet. Oh, Magier, das ist auch super, seltene Karte. Und ja, im Moment weiß ich nicht. Ich habe jetzt ganz lange Zeit mit diesem Deck hier gespielt. Aber letztendlich, das Oldschool-Deck gefällt mir nach wie vor am besten. Also mit diesen Karten hier. Das Einzige, was wir hier, glaube ich, an Episch... Ach nee, ist sogar noch auch eine gewöhnliche Einheit. Also die Elite-Barbaren. Ich habe keine Legendary hier drin. Und ja, gucken wir mal, wie wir uns mit dem Deck schlagen. Es kommen sicherlich jetzt wieder Texte. Mensch, mit deinem Level müsstest du eigentlich viel höher sein. Ja, müsste ich. Ja, aber ich kann halt nicht so gut Clash Royale spielen. Und deswegen bin ich halt auch mit meinem hohen Level nicht so hoch hier in den Arenen. Aber das macht nichts. Mir macht das trotzdem nach wie vor, ja, mal mehr Spaß, mal weniger Spaß. Und gucken wir mal, wie der Gegner hier auf unsere Sachen reagiert. Oh, so ein bisschen verzögert ist er schon wieder. Da will er... Ah, okay, den wollte er uns friesen, aber unser Hock geht auf jeden Fall schon mal durch und macht so ein paar Hits. Also ich mag die Stick nach wie vor und das ist echt oldschool hier. Also man hat ja hier schon, ich will jetzt nicht sagen Beginnerkarten, aber sie sind halt von Beginn an dabei. Also Riese, Magier, Hexe, das sind ja alles Karten, die man relativ früh auch bekommt. Und deswegen, ja, ist das, finde ich, nach wie vor ein tolles Deck. Man hat mich hier natürlich mit abgelatzt. Deswegen nutze ich das nämlich auch wieder. Und so, dann können wir hier mal mit dem Magier nachziehen, würde ich sagen. Der macht, glaube ich, am meisten Schaden jetzt, vor allen Dingen auf Fläche. Und, oh, da hat er jetzt den Henker, okay. Aber, ja, die habe ich gelevelt, die kleinen Feuergeister nämlich. So, jetzt hauen wir hier mal nicht die Skelette raus, weil die sind einfach zu schnell down. Das habe ich mir gedacht, dass er jetzt mit dem Wutmann da vorkommt, also die Elite-Barbaren hier gezückt und die geben dem jetzt auch schon den Rest. Dann hauen wir hier mal unser Hock dahinter. Mal sehen, ob er jetzt überhaupt noch was macht. Manche geben dann ja auch auf. Okay, da ist jetzt der Tank, aber der tankt auch nichts mehr. Und dann ist das unser Turm hier. Wunderbar. Jawohl. Schöne 3 Türme gemacht hier und mal wieder ein paar Pokale. Super. Also ich mag das Deck. Kann es mal spielen, mal nicht spielen. Im Moment mache ich dir die Kron-Truhe voll und natürlich auch die Clan-Truhe. Im Moment ist auch wieder Clan-Truhen-Event und ja, so kann ich wenigstens hier ein bisschen was dazu tun. Mal sehen, ob mir das nochmal gelingt. Also wie gesagt, das Deck ist natürlich kein OP-Deck, aber es ist nach wie vor, denke ich mal, gut, um hier in Arena 9 so ein bisschen zu bestehen. Mal wieder Richtung Arena 10 gehend. So ganz leicht mache ich das ja auch. So ist es nicht.
Und ich würde sagen, wir ziehen hier die genauso wieder hinterher, wie wir es eben hatten. Halten hier mal einen Blitz bereit für... okay. Der war jetzt vielleicht ein bisschen doof geblitzt, aber ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm hier. Der ist gut gesetzt hier wegen dem Ballon. Und da hinten, ja, okay, die Prinzessin, die macht uns jetzt nicht so den Superschaden. Der Ballon kommt einmal in Wut durch. Ja, okay, da können wir mit leben. Wir haben auch schon ein bisschen Schaden an seinen Turm gemacht. Und gucken wir mal, die Valkyrie dreht sich, spinnt bestimmt einmal jetzt. Ah, da kommt er wieder mit der doofen Prinzess. Aber zack, ein Schlag hier. Und mal gucken, dann muss es halt auf den Turm hier gehen. Das ist mir jetzt auch egal. So, der Holzfäller, ah, ist nicht ganz weg, aber der Elite-Barbar auf Level 11. Na, schafft er den Turm? Nein, schafft er nicht ganz. Das ist auch nicht so schlimm. Er hat jetzt auch nichts, was er uns dagegen setzen kann. Dann machen wir hier einfach weiter mit unserer Hexe. So. Kurz mal einen Schluck Kaffee nehmen. Und ziehen hier mal den Hock hinterher. Oh ja, der Henker macht jetzt natürlich beide zum Henker hier. Aber vielleicht kriegt der Hock ja noch einen Schlag raus hier. Okay, wir haben den Turm. Das ist schon mal nicht schlecht. Und können uns jetzt sicherlich um die anderen Sachen hier kümmern. Jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen deffen hier. Und da hinten ist wieder die Prinzess. Oh, die mag ich gar nicht, aber ich muss hier ein bisschen für Tumult sorgen, dass die nicht ganz so viel Schaden an meinen Turm macht. Aber mein Turm fällt. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf seinen rechten Turm, denn der hat wesentlich weniger Healpoints als der Turm in der Mitte. Oh, er hat auch den Magier da auf Level 8. Den muss ich natürlich aufhalten. Schauen wir mal, wie wir das am einfachsten machen. Er wird ja jetzt sicherlich auf der anderen Seite gleich mit irgendwas kommen. Das heißt, wir ziehen hier jetzt hier rein. Auch unsere Elite-Barbaren. Und er wird jetzt sicherlich gleich wieder den Ballon hier in Wut versetzen. Das muss ich unterbinden, dass der jetzt keinen Wutzauber rauskriegt. Jawohl, kriegt er auch nicht. Und dann gehen wir hier mal mit den Hocks rein. Schauen wir mal, wie weit der jetzt da hinten geht. Ah, jetzt muss er natürlich schon spinnen an der Stelle. Okay, 940. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. Jetzt hat er wieder diese doofe Prinzess hier. Da muss ich mit den Elite-Barbaren auf jeden Fall dagegen halten. Und setze jetzt mal meine Skelett-Armee dahinter. Mal sehen, jetzt muss er irgendwie blitzen oder irgendwie muss er die jetzt wegkriegen. Denn, jawohl, da haben wir seinen zweiten Turm. Und wir haben gewonnen. Ah, wir haben wieder gewonnen. Ja, super. Läuft bei mir. Zwei Kämpfe hintereinander in einer Folge. Oh, selten, ne? Da müsste er mir... Oh nein, Truhenplätze voll. Ich habe vergessen, den einen Truhenplatz jetzt frei zu machen hier. Mist. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke mal, ist ein gutes Ding hier. Wir machen noch eine Runde, glaube ich, Herausforderung. Ich lasse das mal bei den Pokis so. Bin jetzt bei 2,774. Das ist für mich in Ordnung. Und gehe noch eine Runde hier in die Duo-Herausforderung rein. Denn das macht ja auch Bock. Mal sehen, ob wir hier auch so gut wiederholen. Okay, oh, Rocket. Und hat auch die Elite-Barbaren. Das ist natürlich krass. Dann müssen wir hier schon mal mit ganz vielen Hexen jetzt voraus. So, die nochmal da reingespammt. Ah, ich habe natürlich jetzt mein altes Deck, was ich natürlich eben jetzt bespielt habe, noch hier drin. Und, ach, Mist. Magier, komm. Magier muss raus. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Und jetzt hauen wir hier mal Spam Skelettis rein. Oh, das war eine gute Entscheidung, glaube ich. Aber da hat er zwar jetzt den Wirbel gehabt. Ja, wieder gewonnen. Hammer, ey. Kampf vorbei. Echt geil. Super gemacht. Mit wen habe ich gespielt? Sende Sensei. Okay. Ja, das sollte einfach nur mal wieder eine Statusfolge sein. Jawohl, vier Kämpfe hier gewonnen. Und noch einen gewonnenen Kampf. Und ich kann mir hier 10 Juwelen abholen. Ist zwar geschmeichelt, aber ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Und ich habe hier auch wieder ein bisschen was in die Truhe reingefarmt. Ich schaue mal, wie weit ich hier stehe. Hier gibt es ja wieder einige, die hier abhauen ohne Ende. Aber ja, mit 12 Stück bin ich gut dabei. Und man kann, glaube ich, vorher schon sehen, was man eigentlich bekommt. Ja, im Moment 828, 138 Karten, eine epische, 13 seltene. Ja, also läuft bei mir, würde ich sagen. Und beschwert euch nicht. Ach so, wir haben ja noch die Truhe. Wir haben noch die Truhe zum Öffnen. Okay. Die habe ich jetzt ganz vergessen, Mensch. Ich hätte jetzt fast den Cut hier gemacht.
und habe hier die Magical Chest vergessen. So, 5 Mann Knall. Oh, 20 Mal Koboldgänge, das ist super. Mega Lakai auch nicht schlecht. 4 Mal. Alles Karten, die ich gut gebrauchen kann. 6 Mal den Rambock, ja. Und den Eisgeist. Oh, 56 Mal den Eisgeist. Donnerwetter. Inferno-Turm, okay, den bespiele ich nicht wirklich. Was kommt dabei raus? Ja, 3-mal der Gift. Donnerwetter. 3-mal Gift. Ja, habe ich mittlerweile auch auf Level 4. Also gar nicht mal so schlecht für mich. Alles okay. Legendäre Kisten muss ich mir leider im Shop kaufen. Irgendwie droppen hier keine legendären Kisten für mich. Aber vielleicht in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Toto clasht.